Und die Stücke, die ihr da bringt, die Räuber, hast du jetzt gesagt, ihr habt die Sprachen modernisiert. Was heißt, wer hat jetzt genau die Sprachen modernisiert? Wir Jugendclubber. Also ja. Wir überlegen selber und sagen dann, okay, das ist ein bisschen schwer zu verstehen oder was wir teilweise auch nicht verstehen. Und okay, was hat der damit gesagt, was meint der da? Gut, das machen wir, das schreiben wir um, weil wenn man als Zuhörer da sitzt und man das nur so als Satz hört und nicht so oft lesen kann wie wir, dann fehlt vielleicht ein entscheidendes Element aus dem Stück. Dann haben wir gesagt, okay, den Satz müssen wir ändern und der ist einfach zu verstehen, den können wir so lassen. Und dann haben wir es so ein bisschen zusammengebastelt quasi. Wir haben das ganze Stück quasi neu geschrieben und Szenen rausgelassen, weil das wird sonst viel zu lang. Das wird ja auch so schon nicht ganz wenig. Ja, ich glaube, wir sind bei einer Stunde 40 jetzt ohne Pause. Eine Stunde 40 am Stück? Ja, aber die Hauptproben kommen noch. Und in den Hauptproben wird teilweise so ein ganzes Stück nochmal umgeworfen. Das heißt, es kann sogar passieren, dass das Stück irgendwann unter einer Stunde ist, was ich nicht hoffe, aber da kann sich nochmal viel drehen. Aber momentan liegen wir so bei einer Stunde 40. Das heißt also, man muss so ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, wenn man da kommen will. Ja, es wird ja nicht langweilig. Das merkt man gar nicht, dass das so lang ist. Das wollen wir hoffen, dass wir das merken. Ich bin jetzt so gespannt dazu, Herr. Du erzählst da so fröhlich und frei von. Also man merkt wirklich, das macht dir richtig Spaß. Und da gehst du drin auf. Vielleicht hört ja auch hier jemand jetzt zu oder guckt zu und denkt, hey, da kann ich ihr noch einen Tipp geben oder ihr Hilfestellung geben. Wie viele Leute seid ihr denn da so im Jugendclub? Wir sind mittlerweile nur noch 13. Das heißt, mittlerweile nur noch? Also die ersten Proben waren wir 30. Okay. Und das war aber auch im November letzten Jahres. Und dann haben die einen gehört, okay, das ist nicht so ganz meins. Und dann haben welche keine Zeit gehabt oder so. Oder haben so gemerkt, das Stück ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oder haben dann eben eine Ausbildung angefangen oder so. Und dadurch sind immer mal wieder Leute abgesprungen. Und jetzt sind wir noch 13. Der harte Kern. Ja. Ja, 13 Räuber. Also mehr kann man eigentlich nicht. Nee, 13 Piraten sind das bei Jim Knopf, ne? Die wilde 13. Ach, keine Räuber. Vertan. Die kommen ja langsam auch aufs Trockene. Also das sind Seeräuber. Das sind Seeräuber, das stimmt, ja. Was ist denn dann so die nächste Planung bei dir? Erstmal das Buch vermarkten. Und das Stück gut auf die Bühne bringen. Und dann ist noch ein paar Vorsprechen jetzt. Also ich habe noch zum Beispiel Leipzig, stelle ich mich noch vor. Und ich hoffe, dass ich dann nach Leipzig ziehen darf. Ansonsten werde ich nach Berlin ziehen, das ist der Plan, und dann eben durch Komparsenjobs und so ein bisschen Kontakte knüpfen und mich an Agenturen bewerben, weiter Schauspielunterricht nehmen und mit der Musik natürlich auch ein bisschen weitermachen und dann versuchen, es ohne Studium zu schaffen und nächstes Jahr die ganzen Unis nochmal besuchen. Das heißt, du willst dann ja im Prinzip dich jetzt so durchhangeln für ein Jahr und dann nochmal überall anklopfen und gucken, ob es dann nochmal klappt. Also ich meine, es haben ja schon viele Leute ohne geschafft. Ja. Und es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich habe keinen Plan B, es wird auch keinen Plan B geben. Für mich ist Plan B aufgeben. Und ich bin ein Mensch, der nicht aufgibt. Mhm. Also wenn ich mich an etwas festbeiße, dann halte ich daran fest. Und ja, also Plan B wäre für mich sowas wie eine Banklehre oder so. Aber möchte ich halt nicht. Also baue ich Plan A aus. Ich freue mich weit. Ich schreibe Geschichten, die ich mit den Leuten teile. Und ich spiele Theater in Jugendclubs und als Komparse. Und dann baue ich Plan A weiter. Aber Plan B wird es nicht geben. Okay. Wir könnten dir die Hoffnung machen, wenn du eine Banklehre machst, hast du die Chance, im Comedy-Bereich zu kommen. Die Feststellung haben wir schon gemacht. Das stimmt. Das stimmt. Nein, also das ist keine Option für dich. Wenn du sagst Schauspielschule, was bedeutet das genau? Sind das staatliche Schauspielschulen, städtische oder freie? Nee. Nur staatliche? Ich gehe nur zu den staatlichen, weil man da, wenn man da genommen wird und da sein Studium hat, hat man später im Beruf größere Chancen. Und die Privatschulen sind auch ziemlich teuer. Mhm. Also die muss man erstmal bezahlen können. Und da werden teilweise auch Leute aufgenommen, nur des Geldes wegen, weil die halt bezahlen können und die müssen die Plätze irgendwie füllen. Und das ist nicht das, was ich mir so vorstelle, nur wegen meines Geldes wegen dann angenommen zu werden. Und deswegen gehe ich nur zu den staatlichen, weil da muss man halt nicht wirklich Studiengebühren bezahlen. Also so wie man
jetzt auch, wenn man Anglistik oder so studiert, damit man so ein Semesterticket und sowas hat, aber das ist mir auf jeden Fall wichtig, dass es eine staatliche Schule ist. Und dann sieht so eine Prüfung dann anders aus als bei einer freien Schule? Oder? Ja. Ja? Also bei den staatlichen ist es zum Beispiel so, dass man 2 oder 3 Rollen vorbereiten muss. Da muss auf jeden Fall eine klassische und eine moderne bei sein. Man muss ein Lied können, was man sich selber raussucht, deutschsprachig, und ein deutsches Gedicht. Und dann sagen die immer, was die noch sehen wollen. Und dann kann es sein, wenn man eine Runde weiterkommt, dass die dann sagen, ja, lern doch mal die und die Rolle für uns. Und dann gibt es halt Schulen mit 3 Runden. Es gibt auch schon 5 Runden. Das sind die staatlichen. Und bei privaten gibt es teilweise eine Runde, wo man eine Rolle vorspricht. Und die sagen dann ja oder nein. Und vielleicht muss man nochmal die Rolle vorsprechen in der 2. Runde. Aber die Aufnahmeprüfungen sind quasi viel einfacher, weil die halt einfach nur diese Plätze füllen wollen. Die nehmen dann auch mehr Leute auf. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg. Danke. Hoffentlich eine Annahme. Und dann zur Lesung. Solltet ihr natürlich alle mit dabei sein. Ne? Und danke, dass du da warst. So, und wie ihr das jetzt so kennt, bei Laut und Schwade, Live-Musik. Ja, genau. Und ihr seid bestimmt jetzt alle ganz gespannt. Ich nämlich auch. Wir haben nämlich heute einen Überraschungsgast da. Paul Dube. Und mit seiner Sängerin. Den Namen habe ich gar nicht. Josefa Ebermann. Ich, da ich es nicht besser wusste, habe ich das mal tituliert als Dubes Wundertüte. Oh. Und ich darf euch dann mal hier so zu mir erden.